Wer das Schlimmste erwartet, ist hier richtig. Wir beginnen mit 9-4, dem nächsten grauenvollen Level der Star World. Ein Strandwasser, was weiß ich, Level. Ich ahne ja böses. Oh nein, es geht unter Wasser weiter, natürlich. Ich habe auch keinen Pinguin mehr auf Wasser, für die habe ich im letzten Part alle in die Star Queen investiert. Okay. Oh nein, ist das so ein episches Level, wo man den Wasserstand. Ja. Man den Wasserstand ändern muss. Irgendwann muss man den Wasserstand einfach bloß ändern und schnell genug sein, um an eine Star Coin zu kommen. Ich wette doch mit euch. Irgend sowas. Wartet. Du bist jetzt die Röhre hier. Das ist gar nicht nett. Warum machen wir das eigentlich nicht einfach von oben? Beziehungsweise eigentlich brauche ich ja bloß noch dich hier zu entfernen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass es da irgendwo reingeht. Na, ist das schon die erste Star Coin wert? Ja, das ist schon die erste Star Coin wert. Nice. Oh. Wieder Wasserstand ändern. Noch mehr Wasser. Es werde Wasser. Und so übers Wasser laufen können, wenn man einfach welches erschaffen kann. Das war gerade ein bisschen knapp. Ich nehme mal einen von euch mit. Wer weiß, wozu ihr noch gut seid. Fuck. 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 Ich hoffe, da ist bloß nichts drin. Doch. Habe ich ein klitzekleines Problem. Boah, Reiter. Ich hoffe, da war jetzt nirgends so eine Starcoin. Ah, ich krieg nicht mal einen Checkpoint. So schön. Wer ist noch? Achtung, das geht jetzt dann auf. Genau. Ich wäre fast trotzdem mit dem Verschrein gefallen, obwohl ich wusste, was passiert. Eklux. Meine Lieblingsgegner. Aber da ist sogar eine Starcoin. Komm her. Ah, Drecksding. Komm her. Ja, und jetzt verpiss ich mal. Boah, das war gerade ein bisschen. Nein. Nicht Knochenfische. Ich hasse Knochenfische. Boah. Glück gehabt, die sind ineinander gerast, die Deppen. Dumm wie Stroh. Stroh, wo man nicht mal Brot draus machen kann. Selbst wenn man noch Stroh Brot machen. Klar. Wenn es halt Getreide so aufgäbe wie Stroh. Okay. Komm mal her. Du bist dann nämlich ein bisschen blöd platziert. Ja, die Cheep-Cheeps bewegen sich aber auch so beschissen. Ich hoffe bloß, dass hier irgendwo ein Item drin ist. Sonst mal. Deshalb mal. Ja, die ganze Scheiße. Boah. Ein bisschen gut viele Gegner, ne? Bisschen gut viele. Ja, jetzt sind es mir zu viele. Ich traue mich nicht mehr extra in die ganzen Scheißblöcke reinzuschauen. Wow, Zeit. Zeit ist Geld. Ja, bei Mario gleich Leben und Tod. Ich kann ja hier irgendwo eine, die dritte Starcoin. Wartet. Level ohne Checkpoint auch noch. Naja, super. Ich hoffe, hier ist Ende. Dann war das Level nämlich auch noch überraschend einfach und kurz. Stirb, Drecksarsch. Und das ist das Ziel. Epic! Das ging schnell. Bis der einfachste Level. Gefolgt von dem zweiten, dann das dritte. Und das erste zähle ich wirklich immer noch als das schwierigste. Im dritten war ja bloß die Starcoin wirklich schwer, muss ich sagen. Ansonsten ging das dritte Level auch. Also entweder habe ich heute echt einen guten Tag, oder aber bis jetzt ist noch nichts sehr Schwieriges gekommen. Aber ich ahne ja Böses bei den Wolkenwelt-Level, dass 97 immer noch seinem Ruf von wegen assoziates Level der Geschichte kund wird, egal ob Hack oder Original. Ja, ich denke, könnte man schon wieder so wunderbar was drunter verstecken irgendwie. Das sieht mir schon wieder sehr spanisch aus. Da ist aber nichts. Oh. Ich konnte ja nicht ahnen, dass da so viele Koopas gleich drin sind. Ob die Storch. Immer aufpassen, ob nicht oben auch irgendwas ist. Ah, meine Freunde, die Piranha-Pflanzen mit dem langen Hals sind auch wieder da. Die. Wow, da habe ich gleich eine Starcoin mit eingesammelt. LOL. Glück gehabt. Die. Ja, wie nenne ich sie? Giranias. Genau, ich nenne sie Giranias. Das wäre doch angebracht als Name. Könnte sogar passen. Warte. Wieso ist da was? Ist da was? Ist da was? Da ist nichts. Wieso sollte da auch was sein?
Ah, das nenne ich mal einen roten Teppich. Hä? War da... Lol. Gut, auf das Leben scheiße ich, aber da hätte eine Ranke oder so drin sein können. Ist da vielleicht auch was? Ja. Nee, aber nur Münzen. Schade. Du kannst dich auch mal verpissen. Und das Leben, wenn schon so auf dem Präsentierteller da liegt, nehme ich auch mal mit. Also bist du wieder da, hä? Der langlebende Cooper. Das Leben des Cooper! Bald im Kino und da unten sehe ich eine Röhre. Ist da vielleicht was? Ja, eine Tür. Ach so! Sowas wieder! Ah, das habe ich schon in Welt 5 geliebt. Das Level war zu genial. Okay. Ja. Oh, und ich komme gleich bei der Starcoin raus. Ach so. Ja, das ist aber nur für den einen Raum. Schade. Schade, schade, Schokolade. Wir fangen wieder an, sprich von anderen Let's Playern zu stehen. Hey. Déjà-vu. Hoch 2, weil die Stelle kam jetzt auch gerade ein bisschen bekannt vor. Bloß bei den Cooper-Panzern traue ich überhaupt nicht. Ich wette mit euch, irgendwann treffe ich irgendeine Scheißstelle bei denen und rutsche dann so wunderbar ab. Vorsicht! Boah, der Typ kommt. Ja, okay. Stirb. Okay, wir haben schon wieder alles. Soll ich dem etwa Glauben schenken, dass es hier schon wieder das Levelende ist? Ja, von wegen, es kommt nämlich noch was. Ausgerechnet was mit Fässern, wie ich Fässer doch so liebe. Ja, jetzt auch noch mit Linianen. Stirb. Stirb. Und du auch. Ah, wieder eine Giranja. Der Name ist zu genial. Du auch. Stirb. Ey, ihr Mund hat noch rausgeschaut. Unordentlich eingefroren, Master Mario. Unordentlich eingefroren. Ja, sowas gibt's. Darauf trinke ich. Mario Time. Nein, ich mache jetzt keine Werbung im Video. Für irgend so ein Getränk oder so. Nein, ist ja nur Granini. Okay, 9-6. Okay, Bergwelt. Ja, natürlich was mit Kugelwillis und auch noch mit den Homing Attack Kugelwillis. Da werden die Banzai Homing Willis nicht sehr weit sein. Schießt du auch mal wieder? Danke. Nicht, dass du jetzt bald irgendwie so ein Schild raushängst, wo drauf steht Code of Order. Hä? Wieso hat der Cooper-Panzer jetzt nur einen von denen gekillt? Du frisst echt alles, Yoshi. Du frisst echt alles. Jeden Scheiß. Hey. Da unten. Naja, ich weiß nicht, ob da unten was ist. Ihr könnt auf jeden Fall mal sterben. Nice Schuss. Das wäre dann wohl ein Strike. Aha. Fuck. Willi kommt. Ist hier vielleicht ein Item? Ja, nice. Muss aber für dieses Level verwenden. Sehr gut. Ich muss mal. Huch. Aber ganz ungelegen. Stirb mal. Bevor du mir nervst. So, du stirbst auch. Ey, ich will da runter. Ach, das ist wieder mal so ein scheiß Ausgang und ich muss jetzt den Eingang finden, oder wie? Ah, ich ganz ehrlich. Okay, wo ist denn der Eingang? Ist der vielleicht hier irgendwo? So eine scheiß Ranke. Ja, ich riech's doch schon, die Ranke. Warte mal hier oben. Yoshi! Du scheiß Monty! Muss es ja jetzt ausgerechnet kommen. Warte, hier oben, habe ich gesagt. Okay, komm wieder mit. Da ist schon mal nix. Vielleicht kommt der Eingang ja auch erst noch und ich suche mich jetzt hier schon wieder tot. Obwohl es hier nichts gibt. Ja, das da oben kommt mir so komisch vor. Ja, aber weiter vorne wird sich nichts befinden. Ich habe auch noch keine Grenze wirklich. Ja, bisher habe ich in dem Level ja nichts. Nicht. Nada. Nothing. Oh, du. Ja, das sind sie auch schon. Meine Freunde. Ach nö. Das schaffst du. Ja, das schafft er. Locker. Oh nein. Nein.
Nicht sowas. Komm her. Koppel! Komm, das sind doch nur Kugelis. Mein Gott. Von denen hast du schon 10.000 in die Fresse gekriegt. Los! Komm schon, den einen noch. Yes. Und das war die erste, Baby. Oh Gott, ich ahne Schlimmes bei dem Level. Oh, und die lassen mich hier vorne wieder raus. Na, ist das nett oder ist das nett? Uah, er macht eine Schnappattacke. Oh, die wieder. Die wieder. Die Banzais kommen! Die Banzais kommen! Rüste die Keller! Und richte die Plattform her! Die Banzais kommen! Ja, kommt gleich der nächste. Oh, du scheiß Monty! Nein! Oh, ich hasse die Viecher! Ja, ich nenne die Viecher. Das sind Drecksviecher, blöde. Ja, mach Schampfattacke. Dann bist du verwundbar. Boah, was ist das hier für ein Level? Ja, natürlich! Du mich auch. Nee, jetzt muss ich nochmal die Starker nehmen. Ganz super. Ganz, ganz super. Oh, man. Das Level könnte uns ein bisschen beschäftigen. Schieß. Schieß, verdammte Scheiße. Und nochmal schießen, bitte. Dankeschön. Schnappschuss. Oh. Piss dich. Als erstes Star Coin wissen wir ja, wo sie ist. Auch mal hier eigentlich nicht groß was besiegen. Respawn sowieso alle. Halt, die Eisblume nehme ich aber mit. Komm her. Achtung, der Olympic kommt. The Chasing One. Next thing. Ach nö. Du brauchst halt noch Yoshi, ne? Dann bring dich gleich um. Boah, Diesel, ne? Das kann wieder was geben. Ich ahne ja nur Böses. Ich ahne ja nur Böses. Komm her. So, Yoshi. Darf ich bitte nach oben? Dankeschön. Ist aber nicht gerade die Adderall Family, wie man da hochkommen soll. Ja, und es wird ja nur noch schlimmer. Ich meine, das war jetzt gerade mal die erste Starcoin. Ich vermute, die zweite gefunden zu haben. Beziehungsweise habe ich das überhaupt oder bin ich einfach bloß so geschoben? Ich glaube, ich bin hier einfach bloß so geschoben, ne? Ja, bei den Red Coins. Ja, ganz super. Das kann nur heiter werden. Aber die erste geht ja auf eine gewisse entfernte Art und Weise. So, schieß mal bitte. Danke. Flieg, du Scheißdrecksding. Danke. Boah. Weil wenn du fällst, dann fällst du. Im Falle eines Falles, haha, Notleine ziehen. Ist klar. Wenn ich eine hätte. Yoshi geht auch irgendwann die Kraft aus, das müsst ihr verstehen. Hilfe. Boah, hier wirst du echt von allen Seiten penetriert. Heißen eigentlich die großen Hammerbrüder? Banzai-Bruder? Nein! Ey, du Drecksarsch! Du mieser Kleiner! Ja, wenn's der nicht gemacht hätte, hätte es bestimmt einer von den scheiß Montys hier gemacht. Ich kenne euch doch. Vergiss dich. Ja, ich darf dich nicht mal mitnehmen. Hallo, wo kommt ihr denn her? Moment. Naja, ich kann den nicht aufnehmen, ne? Nee. Das sollte man auch. Oh, du nervst. Oh, nö. Stirb, stirb. Yes. Jetzt ist alle Red Coins bekommen. Krieg ich vielleicht einen neuen Yoshi, bitte? Bitte. Frag das so nett. Wieso gibt ihr mir keinen? Seid herzlos. Ist da unten vielleicht wieder was. Ach, du. Du, ne? Nein! Oh. Ich ahne es ja. Ich ahne es ja für mich. Nee, das ist wirklich nichts, ne? Nö. Ach komm. Am Ende fehlt mir wieder die zweite. Die zweite ist meistens die Arschloch-Coin. Wo kommt der jetzt her? Sag mal, ist das keine Ahnung. Bring ich mal da hoch. Nice.
Warte, bis der seinen Scheiß abgeworfen hat. Gut. Jetzt heute ist Drecksteil. Nice. Achtung, Montys kommen. Montys kommen! Ja, der überlebt jetzt, oder wie? Danke, hat mir gerade den Arsch gerettet. Ey. Ne. Hä? Der geht's hoch? Lol, das war eigentlich bloß Zufall. Oh, Stern. Ich glaube, den habe ich hier sogar ganz nötig. Ja, aber nur Münzen. Wie das mit einer Sternmünze. Jetzt komme ich bei der Röhre raus, ne? Oh, okay. Komm her. Na, dann stirb halt. Gut, mach Stampfattacke, dann stirbst du auch. Ich traue euch Typen nicht. Oh nein, der wirft da jetzt seine Scheiße mal, oder wie? Aber nicht mehr lange. Oh nein! Was ist das denn? Ey, Skafo, du bist krank im Hirn. Achso, ich brauche die Eisblume. Fuck! Die Eisblume. Freak. Hin. Ja, okay. Geh ins Ziel. Geh ins Ziel, Kumpel. Ein Versuch hast du noch. Aber den vergeigst du jetzt bitte nicht. Nee, ich brauch die Eisblume. Na, ganz super! Oh! Aber das ist ja nichts Unmögliches. Ja, du mich auch. Yay! Wie viel Zeit haben wir noch? Soll ich es reinschneiden? Na, komm. Der schneide ich euch schon rein. Also, wir sehen uns an der Stelle wieder, wenn ich irgendwie eine Starcoin... Genau, ich bringe deine Starcoin hin, um eine Eisblume zu bekommen. Fairer Tausch. Nein, wir sehen uns gleich wieder. Nein! Nein! Das hast du nicht ernsthaft gemacht! So, soweit so gut. Das war eine Tortur, also es war eigentlich so ein ziemlicher Second Try. Kann der Typ mal bitte sich verpissen? Danke. Ja, reicht es? Reicht es? Ja, es reicht. Gut. Sieht zwar ein bisschen seltsam aus, aber okay. Nehme ich mal so zur Kenntnis. Und wir haben es geschafft. Nice! Gut, ich weiß nicht, ob ich den einen Fell reinschneiden werde. Der war auf jeden Fall sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Okay, kommentieren wir das nicht weiter. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten asozialen Scheiß. Ein Level noch. Und das nächste Mal gibt's das Finale. 9-7! Noch in diesem Part. Sonst wäre der ja auch zu kurz. Meine Scheiße, was geht denn hier jetzt schon wieder ab? Ja, also ich komme erst gar nicht mal so weit, überhaupt das schöne Level zu betreten. Weil ich direkt schon vorher dran. Also Welt 8 war jetzt schon asozial. Wie sieht dann die Asozialstufe von etwas Asozialem aus? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, aber zwangsläufig werde ich es im nächsten Part wohl herausfinden. Wenn ich überhaupt so weit komme, weil das hier wird mir jetzt wahrscheinlich endgültig erstmal den Rest geben. Ja, ich will mal optimistisch an die Sache rangehen. Schauen wir mal. Bisher war ja alles ziemlich gut möglich. 9.6 war jetzt, ja, nicht wirklich viel schwieriger als 9.3, muss ich sagen. Nur hier? Ja, das kann mir da was geben. Ich fängt ja schon mal super an. Mit so schönen Springen nach dem Motto. Hehe, aber nicht zu hoch. Ja, und dann auch noch Starcoins. Und Manchas, ich hab's ja doch gerade schon gesehen. Oh, dein Freund und Vernichter. Oh Gott. Oh nein. Ach du Scheiße. Ich sehe. Das hat ein System. Oh oh. Oh oh. Ich bin tot. Ey, 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 Leute. Es geht zur Sache, es geht zur Sache. Jetzt versteht er keinen Spaß mehr, der Typ hier. Aber Welt 9 ist auch eine richtig epische Welt, die den ganzen Hack wirklich absolut episch abschließt. Ja. Zur Hälfte gleich der Indies MBW, zur Hälfte ist er was Eigenes und wirklich Gutes, das herausragt. Keine Ahnung, wie ihr das seht.
meine, klar, es ist... War auch am Anfang nicht unbedingt NSMBB, aber... Trotzdem... merkt man, wie sich hier was draus entwickelt hat. Oh mein Gott. Achso, vor allem was die Schwierigkeit angeht. Oh, bin ich gerade an den hängen geblieben? Kommt mir zumindest so vor. Ja, dann kannst du mir vielleicht doch nicht ganz so schnell Schaden machen, wie ich denke. Das hier wird mich auf jeden Fall wahrscheinlich auch eine Zeit lang beschäftigen. What the fuck? Ich bin einfach bloß so hoch gesprungen, ne? Lol. Arbeite hier erst gar nicht groß mit Koopas. Du würdest dich auch nur umbringen. Es ist Starcoin. Okay. Liegt schon mal im Bereich des Möglichen. Aber jetzt muss ich die Scheißstelle nochmal überleben. Okay, den schlimmsten Sprung habe ich geschafft. Nicht wieder in Bonus reingehen. Ich glaube, das ist hier wirklich die größte Schwierigkeit. Scheiß Wolken sind natürlich auch wieder mit dabei. Das wäre mir eigentlich ein Checkpoint schon das Liebste. Oh Gott. Nein, man gibt mir lieber gleich noch die zweite Starcoin und ich hab sie. Ich hab sie. Er fällt er nach unten? Nee, er bleibt in der Luft fängt, wie er es immer so gerne tut. Das Problem bei den Kettenhunden ist bloß, dass sie gerne mal schnell hin und wieder umdrehen. Die asozialsten Kettenhunde sind und bleiben aber die aus, ich weiß jetzt nicht, ob es die aus NSMBDS 2 waren oder die aus, Dings. NSMBU. Als ich wieder auf NSMBU eigentlich schlussfolgern, weil ihr der NSMBDS 2 kennt, würde es sowas dem Spiel eigentlich nicht zutrauen. Oh, es kann ja nur herrlicher werden. Es kann ja nur herrlicher werden. Oh Gott. Ich sehe schon, worauf das hinauslaufen wird. Ach so. Ultra-Timing-Sprünge. Scheiß drauf. Das macht man am besten von der Seite, habe ich so das Gefühl. Kriegen wir aber vorher mal die Wolke. Nein, 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 nein. Komm schon. Ja, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt. Oh, nice. Die Starcoin. Moment, ich sehe gerade, das war ja schon die dritte, stimmt. Stimmt. Jetzt gehen sie, Alter. Okay, ist es das? Ist es das? Sie? Bitte sag ja. Noch was mit. Ja. Hm. Soll ich dir was sagen? Ich hab trotzdem das Scheiß an. Ja! Und ohne Kappe, ohne Kopfbedeckung geht es in das finale Level. Uah. Ich bezweifle, dass wir nochmal so einen schönen Bonus kriegen. Auf jeden Fall scheinbar hat er tatsächlich mit den Power Beetles bereits in Welt 7 5 abgerechnet. Zum Glück kamen die halt hier nicht nochmal vor. Im nächsten Part, die ist so ziemlich absolute Dröhnung, habe ich das Gefühl. 9-8, bis dann und ciao und seid auf jeden Fall dabei. Ich bin mir sicher, das wird den ganzen Part beanspruchen. Zu Recht. Naja, wer weiß, was kommt. Bis zum nächsten Mal beim letzten Part von Another Super Mario Bros. Wii. Ciao.